Schönen guten Morgen und herzlich willkommen wieder bei mir auf meinem Kanal. Heute sind wir nicht auf der Alm, heute geht es wieder mal raus in die Natur zum Fotografieren von Vögeln. Ich war vor kurzem unterwegs hier entlang der Lavand und habe da ein paar Plätze rausgesucht. Ja, im Speziellen für den Eisvogel. Ein paar gute Plätze habe ich gefunden und genau so einen werden wir heute besuchen und dort ansetzen. Ganz neu dabei heute mein neues Tarnzelt, das Dragoban Bruce Plus war das, ja. Auf das bin ich schon gespannt, wie es mit dem funktioniert. Und Wetter ist heute richtig cool. Fast keine Wolken, die Sonne wird jetzt dann rauskommen, Temperatur minus 1 Grad, passt auch, sehr cool. Und über Nacht soll dann endlich einmal der Schnee bis ins Tal kommen, ich bin schon gespannt. Nun gut, ich nehme jetzt gleich am Platz, werde aber jetzt leise sein und melde mich dann, wenn ich dort bin. Alles fertig aufgebaut. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt mein Tarnzelt, das Dragoban Bruce Plus. Ja. Über das werde ich einmal ein extra Video machen. Ich möchte es vorher ein paar Mal testen, dass ich euch dann wirklich sagen kann, was finde ich gut, was finde ich schlecht. Vom Wetter und von der Tageszeit her merkt man wirklich schon, es ist viel los. Man merkt, die Vögel sind wirklich aktiv. Einen Specht habe ich gerade vorhin gehört, der klopft. Ein anderer Specht ist noch vorbeigezogen. Also, ich glaube, heute sind gute Chancen da, dass wir da was erwischen. Zum Setup oder zum Spot hier. Ihr seht hier im Hintergrund, das ist der Ast, auf dem ich meine Kamera ausrichte. Ist ideal für die Eisvögel. Die hocken gerne auf solchen Plätzen, schauen ins seichte Wasser und holen sich dann die kleinen Fische raus. Direkt im Hintergrund, da ist die Sonne, die sollte eigentlich dann genau auf den Spot scheinen und sofern da etwas sitzt, dann den Eisvogel schön ausleuchten. Ja. Ich habe mich jetzt mal rein ins Zelt, werde mir einen kleinen Kaffee gönnen und dann geht das große Warten los. Thank you.
Jetzt war es gerade soweit und der erste Eisvogel hat sich hierher verirrt. Er ist den Bachlauf entlang gekommen, man hat ihn schon so richtig schön gehört wieder, so wie immer, mit seinem Ruf. Und das Coole ist eben, die sind so richtige Tiefflieger. Die fliegen den Bachfluss, den Bachlauf entlang und setzen sich dann auf ihre Punkte. Ich habe dann gewartet, bis er immer näher gekommen ist. Er ist ein paar andere Punkte angeflogen. Im Endeffekt war er dann direkt vor mir. Aber da war er nur ganz kurz. Er ist vielleicht ein, zwei Sekunden abgesessen und gleich wieder weiter. Das Gute war, er ist dann ein paar Meter weiter stehen geblieben. Und da habe ich ihn fotografieren können, zum Glück. Also, ich gebe nicht auf. Ich werde noch ein cooles erwischen. Das Gute ist, ich weiß jetzt wieder einen Zeitpunkt, wann er von der Uhrzeit circa her ist und dass hier ein Vogel vorbeikommt. Das ist schon mal super. Das ist sehr positiv. Also war der Ansitz nicht umsonst. Ich bleibe jetzt noch etwas hier. Vielleicht zieht noch einmal ein Vogel vorbei. Wäre auf jeden Fall cool. Der Platz ist top. Die Sonne ist jetzt da draußen perfekt. Also, wenn jetzt noch ein Vogel kommen würde, das wäre richtig cool. Und somit sind wir schon wieder am Ende von dem Video. Ich habe alles verpackt. Das Stativ, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt mal geschultert mit der Kamera drauf, sodass ich beim Weg zum Auto vielleicht noch ein paar Fotos machen kann. Der Platz auf jeden Fall hat sich ausgezahlt. Ich möchte hier auf jeden Fall nochmal herkommen. Ja. Jetzt warten wir halt mal ab, das Wetter ist leider schon zugezogen. Der Wetterbericht hatte recht, also vorausgesagt war eine Stunde Sonnenschein. Ja, kommt gut hin. Und was jetzt kommen wird, ist, dass es heute in der Nacht schneien sollte. Sollte im Tal bis zu 50 cm Schnee kommen. Was natürlich mal cool wäre. Wir hatten bis jetzt hier unten im Tal noch nicht wirklich viel. Und wenn es wirklich so schneien sollte, das sollte bis zum nächsten Wochenende liegen bleiben, wird mein nächstes Video sein, dass ich zu Hause an der Futterstelle, die ich eingerichtet habe für die Vögel, einen Ansitz mache, dort hoffentlich mit dem Schnee ein paar coole Bilder gestalten kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen über einen Like, ein Abo. Oder wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, vielleicht schreibt ihr rein, welche Vogelarten ihr besonders gerne fotografiert oder welche Tipps ihr zum Beispiel hättet. Das würde mich irrsinnig interessieren, für die Eisvögel zum Beispiel. Und ja, in dem Sinne, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.